Also, Ziel ist jetzt übrigens Basel, die Dreiländerbrücke. Oh oh. Entschuldigung, Wetter. Ich wollte hier kurz durch. Dann wollen wir uns dem Wetter mal stellen. Ist ja nur Wetter, ne? Also, meine Regenkleidung ist schon nach 1000 Metern komplett durch. 1500 Meter vielleicht. Ja, die Sonne gibt wieder Vollgas. Es ist komplett vergessen, was gerade vor einer Stunde war. So, wir haben jetzt den Rhein, ich glaube, es ist der alte Rhein, entdeckt. Alles klar, Zeltplatz gefunden. Genau hier. Ich war jetzt wirklich sehr, sehr viel auf Campingplätzen. Aber das hier, das tut mir wirklich, wirklich gut. Goldschürfen. Und er sagt, er findet quasi immer was. Das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold. So, goodbye Germany. Schön sieht das ja hier aus, kann man nicht sagen. Geht schon klar hier, ne? Geht schon klar hier. Guten Morgen aus Freiburg. Das da ist unser Weg-Service. Der kam pünktlich um 7, ist hier direkt einmal dann vorbeigefahren, also direkt hier vorne. Hat sich jetzt ein bisschen den Berg hochgearbeitet, wir sind da gerade am Bäume fällen. Ja, dann endlich mal ein bisschen Regen. Es war nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Der erste Regen seit, für mich seit Den Haag. Ja, und hier auf dem Campingplatz herrscht schon wieder hektisches Zusammenpacken. Mal gucken, ob ich mich dem gleich anschließe. Ich weiß noch nicht, ob ich noch einen Tag bleibe. Das werde ich gleich erst erfahren. Das kleine Fellknäuel hängt da zusammengerollt im Gras. Entschuldigung. Ich wollte mal fragen, ob Sie glücklich sind. Ob Sie glücklich sind, fragte ich mich. Müde, aber glücklich. Okay, damit kann ich leben. Ja, mal wieder, was der Tag bringt. Wir werden es sehen. Ich habe mir gedacht, ich gucke mir jetzt ein bisschen die Stadt an, aber nach 5 Minuten so viele Menschen habe ich schon wieder keine Lust mehr auf Stadt. Also, nächster Supermarkt und raus aus der Stadt und weg von den Menschen. Ganz schnell. Schnell, schnell weg. Also fahrradfreundlich ist die Stadt wirklich mega. Es ist natürlich jetzt dumm, mit dem Fahrrad direkt in die Altstadt, in die Fußgängerzone zu gehen, aber ansonsten ist das hier echt mega. Also eine Fahrradstraße nach der anderen. Mega gut. Also Ziel ist jetzt übrigens Basel. Die Dreiländerbrücke. Ich mache auch ein bisschen Touri-Sachen, wo ich ja auch so Bock auf große Städte habe und viele Menschen. Ich lerne es halt selber nicht. Auf dem Weg gibt es 240 Meter nach oben. Ne, 270 nach oben, 240 nach unten. Das wird spaßig. Oh, da haben wir jetzt mal ein richtiges Hindernis auf der Straße. Und ich dachte, ich wäre langsam. Was auch immer es ist hässlich und es hält den Bus auf. Wir haben die Stadt hinter uns gelassen. Die Natur fängt an. Weinberge. Mit Betonung auf Berge. Oh, ich schmeiße gleich den Hund raus. Obwohl, hier ist eine Bahnlinie, das gefällt mir nicht. Da soll der Hund jetzt nicht von überfahren werden. Ja, schön der Schwarzwald. Kann man nicht anders sagen, gefällt mir gut. Easy Berg, easy. Ah, oh, nicht easy. Nein, das ist nicht easy. Oh. Komm, Lama, trag mich da hoch. Und jetzt geht's wieder bergab. Schön hügelig hier, die Straße. Schön. Ah, so schnell waren wir noch nie. Das ist nicht gut. Wir sind zu schnell.
Also ich kenne mich nicht gut mit Wetter aus, aber das sieht aus wie Niederschlag. Und da fahren wir jetzt direkt drauf zu. Ich werde keine Regenkleidung tragen, glaube ich. Zumindest erstmal nicht. Kann ja nicht so schlimm sein, so ein kleiner warmer Sommerregen, ne? Oh oh. Entschuldigung, Wetter. Ich wollte hier kurz durch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Vielleicht sollte ich Schutz suchen. Scheint doch ernst zu werden. Komm mal raus schnell. Ah, nicht umfallen, Fahrrad, nicht umfallen. Danke. Los, komm, wir müssen Schutz suchen. Ist die Brücke überhaupt groß genug? Ja. Läuft. Das soll wohl reichen, ne? Ja, hier haben wir uns jetzt erstmal Zuflucht gesucht, weil ich gedacht habe, der Sturm geht weiter. Tatsächlich ist der Sturm natürlich nur an der Grenze, die jetzt so langsam hinter uns liegt. Da ist das gute Wetter. Tschüss, gutes Wetter. Hallo, neues Wetter. Große Abwechslung. Ja, ich habe aufs Regenradar geguckt. Das hört jetzt auch erstmal nicht auf. Also ich kann jetzt hier 3 Stunden unter dieser Brücke hocken. Oder ich lasse es halt. Regen soll hoffentlich nicht das Problem sein. Und ist wasserfest verpackt. Dann wollen wir uns dem Wetter mal stellen. Ist ja nur Wetter, ne? Dann vamonos. Hallo Regen. Also meine Regenkleidung ist schon nach 1000 Metern komplett durch. 1500 Meter vielleicht. Dann habe ich das Problem, dass der Regen hier meine Touch-Dingsbums-Dinger die ganze Zeit bedient. Und mir das Navi die ganze Zeit verstellt wird. Weil es ist jetzt schon richtig kalt am Körper. Das ist ein bisschen enttäuschend, weil ich dachte, die Regenkleidung könnte vielleicht für Regen ganz gut sein. Hatte ich gedacht, werde ich gleich mal optimieren. Tatsächlich wird da hinten aber der Himmel schon langsam wieder heller. Das Gewitter ist so knapp an uns vorbeigezogen, irgendwo so da hinten hinter den Bergen. Ja, die Sonne gibt wieder Vollgas. Es ist komplett vergessen, was gerade vor einer Stunde war. Es ist auf jeden Fall wieder super heiß. Gibt nachher noch mal einen Schauer. Und morgen ist dann wieder 32 Grad und Sonne satt. Ach, ich mag ja Sonne, ne? Aber ich habe jetzt gehofft, dass es mal jetzt irgendwie ein paar Tage kühler bleibt. Irgendwo in Richtung 25 Grad, weil das ist halt auch erträglich. 32 ist schon im Bereich von zu heiß. So, wir haben jetzt den Rhein, ich glaube, das ist der alte Rhein, entdeckt und der sieht sogar ein bisschen alt aus, nämlich irgendwie naturbelassen und gar nicht so wie der andere Rhein, der so überhaupt nicht naturbelassen aussieht. Ich weiß nicht, ob ich da mal reingehen soll. Ja, doch, ich gehe da mal rein. Soll ich da runterfahren oder falle ich dann rein? Angst. Alles klar, Zeltplatz gefunden. Genau hier. So, geh da rein.
Ja, geh da rein, genau. Ich habe mich jetzt nach einer längeren Pause hier entschlossen, dass wir auch unser Nachtlager hier aufbauen. Das hier ist der alte Rhein. Ich habe mir das gerade noch mal bei Google Maps angeguckt, Satellitenbild. Da relativ dahinter ist quasi der Rhein für die Schifffahrt. Das ist auch nur so ein kleiner Abschnitt hier. Was richtig cool ist hier, das ist schon sehr, sehr natürlich noch. Guck mal, ob wir uns unter Wasser kriegen. Erstens mal hier schon wieder Mr. Frosch. Aber wir sind echt ein Haufen Fischis. Ich würde mir aber gerne noch Nudeln kochen, weil sonst gibt es ja heute nichts mehr zu essen. Und deswegen werde ich jetzt gleich mal den Wasserfilter ausprobieren. Und das ist das gute Stück. Besteht im Wesentlichen aus dem Filter. Der hat einen Anschluss hier und einen Anschluss da, wo Out dran steht und da in. Und dann gibt es hier diese formschöne Tüte dazu. Und ja, wenn mich nicht alles täuscht, befüllt man diese Tüte mit Wasser. Ungefähr so. So, jetzt haben wir feinstes Wasser, potenziell mit Kolibakterien oder was auch immer versehen, was uns feinsten Durchfall beschert. Dieses feinste Wasser nehmen wir jetzt und schrauben den da dran, wo hier innen dran steht. Ih, der trinkt das ungefiltert, ist ja ekelhaft. Ja, und jetzt müssen wir das hier da irgendwie da reinkriegen. Offensichtlich mit Druck. Jo, da kommt jetzt Wasser raus hier unten. Das Ergebnis. Ich glaube, ich werde es probieren müssen. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Schmeckt auf jeden Fall anders. Also es schmeckt ein bisschen erdig. Erdiges Wasser. Aber Erde ist ja nicht schlimm, glaube ich. Hoffe ich. Sonne geht unter. Wir müssen uns gleich ein bisschen beeilen. In einer Stunde gibt es einen fetten Schauer. Bis dahin müssen wir hier alles regendicht haben. Deswegen würde ich sagen, kannst du schon mal essen? Ja, du kannst das essen. Ja, iss. Guck, ganz ungläubig. Ist das für mich? Ist das für mich? So, normalerweise esse ich zuerst, aber Zeitdruck und ich muss ja gerade filmen. Jetzt werde ich aber essen. Yummy, yummy. Das Rezept wird immer besser. Mhm. Je mehr Parmesan, desto besser. Das zeigt sich. Ja, wir genießen jetzt hier noch ein bisschen viel Wärme. Den Sonnenuntergang. Er hat auch aufgegessen. Er war schneller als ich. Ich werde mir jetzt den Topf mal reinhauen. Ihr denkt bitte an den Like-Button. Und außerdem denkt ihr daran, dass ihr diesen Kanal abonnieren solltet. Und wenn ihr das tut, solltet ihr die Glocke knuddeln. Glocke knuddeln. Ich werde jetzt hier den Abend verbringen, mich gleich aufbauen, sobald es dunkel ist, schnell schlafen und dann morgen wahrscheinlich wieder abfahren. Also ja, bin ich wahrscheinlich, sondern relativ zeitig morgen wieder abfahren. Was passiert? Ich werde es morgen sehen und ihr werdet es dann nächste Woche sehen. Bis dann. Bonjour, la soleil. Ça va? Wir sind überhaupt nicht in Frankreich. Ja, und damit guten Morgen zum nächsten Tag. Ah, es ist so schön. Also wirklich, ich merke wieder, ich war jetzt wirklich sehr, sehr viel auf Campingplätzen. Aber das hier, das tut mir wirklich, wirklich gut. Leider wurde die Bundesstraße da hinten doch relativ laut und das schon so ab 6 Uhr. Das hat ein bisschen meinen Schlaf gestört. Und obwohl wir hier am alten Rhein sind, der wirklich sehr naturbelassen und wirklich schön ist, so wie ich mir eigentlich den Rhein überall vorgestellt habe. Aber der Rhein ist nicht überall so. Der Rhein ist halt eine Schifffahrtsstraße, links eine Bundesstraße, rechts eine Bundesstraße, danach kommt ein Radweg oder davor und dann kommt ein Bahngleis. Immerhin haben wir hier kein Bahngleis, das ist ganz cool. Ja, also mal gucken, ich werde mir für meine Tour mal sowas suchen, was ein bisschen mehr so ist, ein bisschen mehr Natur ist, ein bisschen mehr Ruhe. Ich schlafe einfach viel besser. Und was mir heute auch aufgefallen ist, die Morgen da auf den Campingplätzen, gerade so die Zeltwiesen, wo die anderen Radreisenden unterwegs sind, die
stehen ja alle um 5:30 auf und dann geht der Reißverschluss und der Reißverschluss wechselt den zweiten und dann entsteht so eine Reißverschlussresonanzkatastrophe und der ganze Campingplatz ist wach. Hat man hier nicht. Also okay, hier schläft ein ganz bisschen die Angst mit, dass man bei sowas Schlimmem erwischt wird, weil das, was ich hier ja tue, also in der Natur sein, das ist ja nun mal leider per Gesetz verboten. Ich hatte eigentlich die Information, dass quasi ab gestern das Wetter 10 Grad kälter wird und ein bisschen bewölkt und auch mal einen Regenschauer. Will aber nicht. Also Hochsommer weiter, Hitzeschlacht. Wir stellen uns dem. Was haben wir für eine andere Wahl? Hier gibt es jetzt noch einen letzten Schluck Kaffee und dann wird hier abgebaut. Der Hund hat gerade harten Alarm geschlagen, weil er hier gerade vorbeigerollt ist. Voll cool, er geht jetzt hier Gold schürfen und hat auch gesagt, du komm gleich mal vorbei. Mach ich gleich mal, guck ich mir mal an, wie er das so macht. Gold schürfen? Und er sagt, er findet quasi immer was. Ja komm, hier kann man durchgehen. Glaube ich zumindest. Hier haben wir richtig, wie bei D-Max, so eine kleine Goldwaschstraße. Das glaube ich ja gar nicht. Guck mal. Kleine Pumpe. Das ist ja mega. Und er hat jetzt tatsächlich einmal kurz mit der Pfanne da gerade gemacht. Und tatsächlich schon Gold gefunden. Also mega cool. Mega cool. Ich hoffe, man sieht es hier auf der Kamera, aber das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold. Ja, 2 Kilo Gold schon. Quatsch. Das war schon 4.000 bis 5.000 Liter für 1 Gramm. 4.000 bis 5.000 Liter? Liter. Ach, Splitter. Mhm. Barney, suchst du auch Gold? Ja? Ja? Können wir Hundefutter von kaufen? Cool. Ja, das ist mal eine coole Morgenbeschäftigung. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob hier schon überhaupt welches drin ist. Das ist doch egal. Ja, so wenn's zu dir kommen will, komm zu dir. Schau mal so. So. Und dann machst du so. Ganz ruhig. Gar nicht so viel. Mhm. Wenn es zu dir kommen will, kommt, aber nicht, dann nicht. Ist eh alles nur geliehen. Stimmt. Hä? Ja, stimmt. Ich habe dem Kollegen gesagt, ja, mehr. Und dann? Es ist nur geliehen. Da ist keiner bei, oder? Nee. Da braucht man auch ein bisschen das Auge für, oder? Nee, eigentlich bleibst du dann liegen. Du siehst die schon. Ah, das macht das schon Spaß, ne? Ja, mal was anderes, oder? Total, ja, richtig gut. So, bisschen verspätet, geht's jetzt weiter. Ist schon wieder 12 Uhr. Das war richtig toll. Der Rolf kam mir heute Morgen hier schon entgegen, hat Barney ihn echt schlimm angebellt, so mit, geh weg. Er ist aber ganz cool geblieben, hat dann gesagt, du, wenn du Lust hast, ich sammle hier jetzt ein bisschen Gold. Und ich habe jetzt wirklich 18 kleine Mini-Goldsplitterchens. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist eine ganz tolle Sache. Er hat sich da seine eigene Waschrinne gebaut. Und also das sind diese Begegnungen, die einfach nur Spaß machen. Es ist einfach nur toll. Und ach, das ist der Rhein, den ich gesucht habe. Das letzte kleine Ministück naturbelassener Rhein. So wie es sein sollte. Ja, jetzt geht's die nächsten, keine Ahnung, wie weit es noch sind, 15 Kilometer bis zum Dreiländereck. Der nächste Meilenstein ist in Sicht nach 2250 Kilometern erreichen wir den weit entferntesten Punkt der Reise. Alles, was ich hier nachmache, ist wieder Richtung Heimat. Wir sind jetzt in Deutschland. Mal gucken, wo wir jetzt gleich sind, wenn wir hier durchfahren. So, goodbye Germany. Ja, aber warte mal, wie können das denn drei Länder? Da muss ja... Ja gut, die Logik verstehe ich noch nicht. So, 2250 Kilometer. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, in welchem Land ich gerade bin.
möglicherweise Deutschland, vielleicht Schweiz, vielleicht aber auch Frankreich. Niemand weiß es genau. Ja, das riecht französisch. Das riecht auch französisch. Bonjour. Schön sieht das ja hier aus, kann man nicht sagen. Ja, also Basel, so richtig fahrradfreundlich fand ich die Wege nicht, die ich genommen habe, war aber okay. Lebensgefahr habe ich auch keine gespürt, funktionierte alles. Ich habe schon mal ein bisschen mehr Fahrradpriorisierung erlebt, jüngst in Freiburg, natürlich in den Niederlanden, überall. Ja, kleiner Ausflug in die Schweiz, ich glaube, es geht aber wahrscheinlich nochmal um die Schweiz, je nachdem, wie rum wir um den Bodensee fahren. Wenn wir nämlich auf der südlichen Seite rumfahren, was ich eigentlich vorhabe, dann kommen wir sowohl durch die Schweiz nochmal, als auch durch Österreich ein kleines Stück. In Rheinfelden befinden wir uns. Malerisch geht das hier zu. Wir mussten hier ein bisschen einen Meter hochklettern. Da drüben ist mal wieder die Schweiz, da ging es gerade wieder über eine Brücke rüber, wollte ich aber gar nicht. Hab mich gerade ein bisschen geärgert, nein, geärgert nicht, aber hab gerade ein bisschen gemotzt, ein kleines bisschen, dass schon wieder so steil hochgeht. Aber ey, wenn es für steil hochgeht, so eine schöne Aussicht gibt, dann rauf auf die Berge, das ist doch dann fürchterlich egal. Das wird steil, schön langsam, kann gar nichts passieren, wir sind nur 200 Kilo. Ich habe Angst, erstens um mich und auch um euch beide da vorne. Ah, ich hab Angst. Dankeschön. Oh, das ist aber süß. Wir durchqueren jetzt Bad Säckingen und wollen weiter Richtung Laufenburg, genau geradeaus. Es hat sich mittlerweile auch ein Plan entwickelt. Ich musste natürlich mal wieder nichts tun, habe eben meine nette Dame kennengelernt, die mir erstens erzählt hat, dass der Rhein hier, der Oberrhein, so schön ist, weil das Naturschutzgebiet ist. Und dann habe ich gesagt, oh, dann muss ich aber hier bleiben eine Nacht. Dann fahre ich nicht mehr weiter. Ist ja auch langsam 18 Uhr. Und dann hat die mir gesagt, hier, ein Ort weiter, ich glaube Murg heißt der Ort mit G, da ist ein Kanuverleih und da kann man auch zelten und die haben eine Dusche und da ist ein Restaurant, da gibt es Käsespätzle. Also habe ich gesagt, ja los, dann fahren wir da jetzt hin und das machen wir jetzt gerade. Ja, das machen wir jetzt gerade. Okay, geht schon klar hier, ne? Geht schon klar hier.
Das checken wir mal aus. Das sieht gut aus. Jawohl, das sieht gut aus. Leider mit Blick auf See. Also See rein. Naturzeltplatz. Hahaha, Naturzeltplatz. Mega. Hihihihi.